Einen schönen guten Tag, liebe Romy. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast für das kurze Interview hier heute mit mir. Genau, mein Name ist Sana Torno von Skojo und zu Gast ist heute bei mir sozusagen virtuell wegen Corona zugeschaltet aus Berlin, Romy Möller. Ich freue mich sehr, Romy. Du bist Lehrerin, Life-Coach, Lernbegleiterin und auch Prozessbegleiterin. Lebst in Berlin, wie ich schon kurz gesagt habe, und hast einfach einen reichen Erfahrungsschatz dir aufgebaut durch deine Tätigkeiten als Lehrerin. Dann hast du eine Zeit lang im Verlagswesen auch gearbeitet und jetzt bist du zum Teil selbstständig auf jeden Fall als Coach und wie schon erwähnt, als Begleiterin für verschiedene Themen. Und das finde ich ganz spannend. Und kommen wir damit schon zu meiner ersten Frage. Wenn ich dich jetzt bitten würde, einfach mal so drei Hashtags zu nennen, ich weiß, wir sind nicht bei Twitter, trotzdem komme ich jetzt mit Hashtags. Was würdest du sagen, sind deine drei Hashtags, die dich beruflich gerade beschreiben? Erster Hashtag ist eindeutig Schule und Wirtschaft, weil ich dafür lebe, dass die beiden Systeme mehr miteinander sich austauschen, voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Und ich sehe da ganz viele Potenziale. Zweiter Hashtag ist Potenzialentfaltung, weil es mir darum geht, dass Menschen in den Systemen, in ihrem Leben, in ihrer Arbeit ihre Potenziale entfalten können und vor allem auch Lehrkräfte in den Schulen, ja, dass sie genauso ihre Stärken erleben können. Und das Dritte ist so ein bisschen Pippi Langstrumpf. Sei mutig, probier aus, mach Fehler. Und das versuche ich selbst in meiner Arbeitsweise umzusetzen und gleichzeitig auch den Menschen mitzugeben, mit denen ich arbeite. Weil ich glaube, das braucht es vor allem, wenn wir wirklich in die Transformation, in die Veränderung gehen wollen. Super, vielen Dank. Und Romy, wir hatten ja letzten Monat ein ganz tolles, ja, Expertinnen-Talk, einen tollen Expertinnen-Talk zusammen, ein Webinar sozusagen, wo auch verschiedene, ja, sowohl Lehrkräfte dabei waren aus dem Schulbetrieb. Wir hatten einige Lehrerinnen und Lehrer auch aus dem Hochschulbetrieb dabei, weil es eben ganz aktuell um das Thema Lockdown geht, wie ich gestärkt als Lehrkraft oder eben als Person in einer Lehrtätigkeit aus dem Lockdown auch hervorgehen kann. Das waren 90 Minuten. Wir waren in Breakout-Sessions. Wir haben viel diskutiert, haben geschaut, was können wir alles schon, wozu haben wir uns befähigt, wo sind vielleicht aber auch unsere Hürden. Und meine Frage wäre, kannst du uns einmal sagen, was würdest du sagen, sind von dem Abend, vielleicht auch für dich und auf jeden Fall aber auch für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so diese Key Findings gewesen oder die Hauptlearnings, die wir eigentlich hatten an dem Abend zu dem Thema? Also sag gerne nochmal dein Thema richtig. Was dich dazu bewogen hat, das überhaupt mit uns zu machen, dass du hast ja wahrscheinlich gesehen, dass da irgendwie ein Bedarf ist und dass es eine Relevanz hat, fanden wir auf jeden Fall auch. Deswegen haben wir das ja auch gemacht. Genau, und was sind so die Sachen, die wir eigentlich mitgenommen haben aus dem Abend? Also erstmal ist das Thema schon so richtig beschrieben, gestärkt durch den Lockdown. Und mir ging es vor allem darum, dass wir nicht noch zusätzliche, welche Apps können wir einsetzen, wie müssen wir den Unterricht virtuell planen, weil dafür gibt es ganz, ganz viel, ja, Prozesse, Strukturen. Und was auf der anderen Seite genauso wichtig ist, dass wir auch schauen, wie geht es denn eigentlich der Lehrkraft damit? Ja, also sozusagen, dass immer Strukturen mit der Haltung auch zusammenspielen. Und deshalb war mir das wichtig, dass wir auch einfach mal schauen, wie geht es denn den Menschen, die das gerade auch umsetzen müssen. Ja, wir gucken uns ganz oft an, wie geht es denn den SchülerInnen zu Hause, aber wie geht es denn eigentlich den Lehrkräften zu Hause? Und das war mir ganz wichtig. Und was ich total schön fand, wir sind ja mit Erfolgsstorys eingestiegen, weil ich immer sage, schaut auf das, was funktioniert. Wir schauen ganz oft, was können wir noch nicht, wo ist noch ein Mangel, aber was funktioniert eigentlich? Und das ist so mein erster Tipp, den ich auch gerne mitgeben wollen würde. Schau auf das, was funktioniert, weil danach hat man gesehen, nachdem sie ihre Erfolgsstorys erzählt haben, die Gesichter haben gestrahlt, ja? Und wenn wir schauen, was funktioniert und wie kann ich das noch ausbauen, ist es doch viel, viel besser. Genau das machen wir bei den SchülerInnen auch. Wir gucken, was sind die Stärken und wir versuchen, diese Stärken zu stärken. Das ist das eine und vielleicht bindet auch das gleich der zweite Tipp da so dran, dass ich sage, Lehrkräfte sind Experten für Lernprozesse und wir haben ganz viel Erfahrung und Präsenz. Und wir müssen gar nicht das Rad neu erfinden, sondern können eigentlich überlegen, was funktioniert eigentlich schon super? Welche Rituale habe ich in Präsenz und wie kann ich sie jetzt in der virtuellen Welt anwenden? Das heißt nicht, dass wir sie immer zu eins übersetzen können, aber also was steckt dahinter und wie kriege ich das vielleicht in der virtuellen Welt hin? Ja, also wenn ich mit meinen Schülern immer aufgestanden bin. Wozu war das wichtig, ja, dass sie vielleicht alle in die Ruhe gegangen sind? Das kann ich über eine stille Minute machen. Oder ich sage, ich wollte sie wirklich mal bewegen lassen. Ja, dann lasse ich sie alle 10-mal Hampelmänner vor der Kamera springen oder was auch immer. Ja, also dass wir da einfach schauen, was habe ich schon in Präsenz gut gemacht, was kennt meine Klasse und das nutze ich auch in der virtuellen. Und was Das ich auch stimmt, mache, ja.
noch mal gesehen habe, war so dieses kollegiale Austauschen. Ja, dass ganz viele Lehrkräfte jetzt einfach gesagt haben, es war so gut, ich sitze hier die ganze Zeit alleine zu Hause und einfach mal zu hören, dass es den anderen genauso geht wie mir, das stärkt mich schon. Und da würde ich auch einfach so, ja, die Lehrkräfte ermutigen, setzt euch zusammen, geht mal in eine Konferenz, ohne zu gucken, was müssen wir noch alles tun, sondern wie geht es mir gerade und wie geht es euch und wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und das ist so, was ich ganz viel gesehen habe. Und dieses, seid vielleicht auch ein bisschen Pippi Langstrumpf, seid mutig, denkt nicht, ihr müsst alles perfekt schon können. Also wir sind alle ja überrascht worden von der Pandemie. Keiner hat vor einem Jahr gedacht, wir müssen jetzt digital Homeschooling machen. Weder Eltern noch SchülerInnen noch PolitikerInnen noch Lehrkräfte. Und wir dürfen genauso scheitern, wir dürfen ausprobieren und darüber lernen wir. Weil was sagen wir zu unseren Schülern? Macht Fehler, damit ihr lernen könnt. Und genau das dürfen Lehrkräfte auch. Sie müssen nicht die Experten für virtuelles Lernen sein, sondern sie sind im Moment genauso in einem Lernprozess wie alle anderen auch. Und das ist, glaube ich, was ich noch einfach so mitgeben wollen würde. Und ich glaube, das kam auch so ein bisschen rüber, dass viele dann gesagt haben, okay, ich suche mir jetzt eine Kleinigkeit raus und ich lerne Step by Step und ich mache es einfach mal. Und dann gucke ich, was passiert. Absolut, ja, auf jeden Fall. So, das ist, und was ich auch noch schön fand, war, das hat die eine Lehrkraft dann auch gesagt, die Kopfstandmethode. Also wie kann ich auf neue Ideen kommen? Also einfach zu überlegen, ich weiß nicht, meine Schulklasse ist immer so laut in virtuellen Konferenzen. Und dann erst zu überlegen, was könnte ich eigentlich tun, damit sie noch viel lauter ist, noch unkonzentrierter. Und dann das umzudrehen, diese Ideen. Weil manchmal fällt es uns leichter, Ideen zu finden, wie wir es noch schlechter machen können. Und wenn wir da diesen Zwischenschritt einblenden, also man kann auf jeden Fall googeln, Kopfstandmethode, ich muss das jetzt nicht ausführlich erklären, so, da kommt man einfach nochmal auf andere Gedanken, auf andere Ideen. Und das ist vielleicht auch einfach für die Planung und ja, für Innovation wichtig. Das stimmt, da hatten wir auf jeden Fall so einen richtigen Aha-Moment im Plenum, glaube ich. Ne? Das war erst, genau, als du gesagt hattest, irgendwie, wie könnten wir es noch schlimmer machen? So eine Irritation, so, was, Moment, wir wollen noch gar nicht, dass es noch schlimmer wird, hallo. Und dann aber diese Auflösung von dir, weil du hast uns ja wirklich das erstmal machen lassen und wir wussten ja noch nicht, was danach kommt, sondern waren dann in diesem, okay, die arbeiten nicht gut mit, die kommen zu spät, es ist mega laut, okay, wie könnte ich es noch schlimmer machen? Moment, ich will es ja gar nicht noch schlimmer haben. Und dann haben wir das erarbeitet und dann hast du uns gesagt, so, jetzt überlegt mal, wie könnt ihr das wieder umdrehen? Also das war wirklich eine ganz tolle Übung auch, ja. Das stimmt. Man merkt immer, da entsteht auch ganz viel Spaß, so, ja, weil man dann, oh, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen. Und dann kommt man in den Flow und dann geht es auch ganz leicht, das umzudrehen. Ja. Weil man dann nicht mehr in Hindernissen denkt. Ja, richtig. Und gehen wir damit. Und das, was du eingangs gesagt hattest, das stimmt, das würde ich auch gerne nochmal verstärken, dass du wirklich geguckt hast, mit dieser Schatzkiste hatten wir ja gearbeitet, zu schauen wirklich, was sind schon unsere Learnings, was können wir schon, haben wir schon Erfolge. Und als wir dann eben aus den Breakout-Sessions zurück ins Plenum gekommen sind, dass wirklich alle gestrahlt haben, weil sie sich eben an das Positive erinnert haben oder geguckt haben, wie gut ist das eigentlich schon. Und überhaupt allein die Tatsache, dass wir, das finde ich auch diese Skillbefähigung, was können wir heutzutage wirklich alle für Tools schon anwenden und wissen, was ist ein Remote, was ist ein Zoom, was ist ein Headset, ich muss mich muten, was ist Galerieansicht, also diese, dass man sich wirklich auf diese kleinen Sachen oder vermeintlich kleine Sachen bewusst macht und sich freut, ja. Ja, und vielleicht ist es auch so, dass man einfach mal schauen muss, wo stand ich eigentlich vor einem Jahr? Und was habe ich jetzt eigentlich alles gelernt? Ich weiß auf einmal, was Zoom bedeutet. Also ich wusste es vor einem Jahr auch noch nicht. Ja? Ich weiß, was Muten ist und so. Und ich weiß, wie ich Breakout-Sessions mache. Wir können mal fragen jetzt in der Bevölkerung, wer wusste vorher, was eine Breakout-Session ist? Und sich das einfach mal aufzuschreiben und dann zu sehen, wow, wie viel habe ich eigentlich schon dazugelernt? Also wirklich diesen Potenzialblick einzunehmen und nicht immer diesen Defizitblick. Super, vielen Dank, Romy. Beim Thema Fehler würde ich gerne nochmal einhaken, genau, weil da hattest du, das war ja auch ein Bestandteil sozusagen unseres Abends. Könntest du von dir erzählen, was ist ein, ich sage jetzt mal, vermeintlicher Fehler mal gewesen, vielleicht wo du sagen würdest, oh, der ist mir unterlaufen, wo du im Nachhinein aber dankbar für bist? Oder wir sagen ja ganz oft, oder habe ich irgendwie einen Fehler gemacht oder mir ist ein Fehler passiert? Wir machen ja Fehler nicht vorsätzlich. Es ist ja eher, dass etwas unserer Aufmerksamkeit entgeht und dann passiert uns eigentlich eher ein Fehler. Dass man aber oft ja auch sagt, eigentlich war das gut, weil dadurch habe ich was gelernt oder dieser Mut.
auch mal zu scheitern und zu sagen, nur dadurch weiß ich ja, okay, der Weg war es nicht, jetzt gehe ich woanders lang. Ist eine gute Frage, weil ich darüber auch mal ganz viel mit Kolleginnen diskutiere und ich immer sage, ich habe irgendwie ich könnte nie sagen, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht, aber weil ich diesen, nicht weil ich keinen gemacht habe, sondern weil ich es für mich gar nicht unter Fehler verbuche. Ja? Also ich habe schon so sehr das irgendwie verinnerlicht, dass ich es immer als Lerngelegenheit ansehe, dass es mir irgendwie schwierig fällt, zu sagen, oder war ein Fehler. Ja? Und ich bin ganz oft schon gescheitert und habe ausprobiert. Zum Beispiel habe ich einen Retreat machen wollen, Coaching-Retreat. Das ist schon immer irgendwie mein Traum. Und ich habe dann eine Freundin gefunden und habe einfach gesagt, los, komm, wir machen das jetzt. Und wir haben für ein Wochenende was gebucht und haben da Flyer gedruckt und so. Und um dann einfach festzustellen, wir haben gar nicht diese Reichweite. Ja, also wir haben auch gar nicht die Leute. Wir hatten, glaube ich, eine Anmeldung. So, und daraus habe ich aber ganz viel, es war irgendwie vor 3 Jahren, glaube ich, ganz viel da auch noch. Retreat wahrscheinlich auch ein relativ neuer Begriff auch gewesen, ne? Jetzt durch die Yoga-Retreats oder so, finde ich, ist das ja schon sehr etabliert, aber da wart ihr eurer Zeit fast ein bisschen voraus vielleicht, weiß ich nicht. Ja, und auch so dieses, dass wir uns gar nicht so, was ist eigentlich unsere Zielgruppe und wie können wir die erreichen, ja, und das, aber wir haben einfach ganz viel daraus gelernt. Ich habe da auch in der Zusammenarbeit daraus gelernt und ich habe dann ein Jahr später nochmal das versucht und habe dann aber auch einfach von den Kosten kalkuliert und habe da einfach nochmal einen anderen Blick bekommen. Und ich habe ja jetzt das Leadership-Programm entwickelt und anstatt gleich rauszugehen, und es hat mir so unter den Nägeln gebrannt, bin ich aber ganz vielen Gesprächen gegangen und da kam nämlich genau diese Rückmeldung. Da hatte ich auch Retreat, ja, mit einer Woche Retreat und dann haben die mir gesagt, in der Wirtschaft wollen die nicht Retreat hören, nennen es Intensivwoche. So, und da einfach so daraus auch schon zu lernen und sozusagen, ich gehe nochmal 5-mal ins Gespräch und so und renne nicht gleich los, weil mir die Zeit dann sozusagen geschenkt wird und ich vielleicht dadurch besser bin. So, und, aber ich habe es nie so richtig für mich unter Fehler gemacht, aber es sind ganz viele Projekte, die ich immer angestoßen habe, die ja doch nicht funktioniert haben. Und für mich ist es immer, es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt oder ich habe noch nicht das gemacht, wo es hingehen soll. Ja. Okay, vielen Dank, Romy. Wenn du heute Abend eine Essenseinladung hättest, bei wem würdest du heute Abend zum Essen eingeladen sein wollen? Es kann eine völlig frei erfundene Person sein. Also es muss nicht jemand sein, den du kennst, sondern auch eine Person der Geschichte oder so. Bei wem würde ich gerne eingeladen sein wollen? Ich glaube bei Michelle Obama. Weil ich gerade gehört habe und mir wurde gerade wieder das Buch von ihr empfohlen, dass man das unbedingt lesen soll. Und es für mich eine sehr beeindruckende Frau ist, die ganz viel Präsenz ausstrahlt und Stärke und auch irgendwie so eine innere Ruhe. So, und da einfach in den Austausch zu gehen. Ich glaube, sie hat ganz viel wirken können, ohne diesen negativen Teil von Macht zu haben. Also oft belegen wir Macht mit was Negativem. Ja, und ich glaube, Macht kann ganz viel auch positiv sein, wenn wir was Positives bewirken wollen. Und das Gefühl habe ich bei ihr, ja, dass sie viel auch einfach durch ihre Präsenz bewirkt. Und deshalb würde ich mich wahnsinnig gerne mit ihr einmal austauschen. Cool, Romy. Vielen, vielen Dank. Hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du uns auf den Weg mitgeben möchtest? Irgendein Impuls, irgendein Sinnspruch, irgendein mutmachendes Wort? Oder ein Witz, irgendwas, wo du sagst, nehm das mal mit. Also in Witzen war ich nie gut. Ich kenne auch keine Witze. Das, was ich gerne mitgeben will, ist wirklich, also ich habe immer für mich ein Mantra, lebe, liebe, lache. Und das ist irgendwie so ein abgedroschener Spruch, den man auf allen Postkarten sieht. Und gleichzeitig ist es für mich aber, hat das eine ganz große Bedeutung, ja, dieses Liebe ist vor allem, liebe dich selbst und liebe die anderen und vor allem auch dieses Selbstliebe, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, damit wir auch in Verbindung mit anderen gehen können, lebe sozusagen, lebe im Jetzt, ja, und schau einfach, was kann ich jetzt machen, nicht was war oder was ist in Zukunft, sondern wo will ich gerade mich entfalten und lachen, ich glaube, vor allem jetzt in der jetzigen Zeit ist es einfach wichtig, auch das Positive zu behalten und den Humor, weil Humor kann uns so viel Gesundheit schenken. Und wenn wir 5-mal am Tag gelacht haben, ist es schon mal besser, als wenn wir nicht gelacht haben. Sehr gut. Ich glaube, mindestens einmal haben wir beide heute auf jeden Fall schon zusammen gelacht. Das gefällt mir.
Omi, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview, für deine Offenheit, für deine Zeit und für die wirklich starken Impulse, die du uns mitgegeben hast. Ich danke für die Einladung. Sehr gerne.